Herzlich willkommen zu unserer heutigen Pressekonferenz. Herzlich willkommen auch an alle, die sich per Livestream zu uns geschaltet haben. Alles neu im HVV, so haben wir die Einladung überschrieben. Und ich freue mich daher ganz besonders, dass alle, die mit Mobilität, Mobilitätswende befasst sind, heute hierher gekommen sind. Ich begrüße ganz herzlich Anna-Theresa Korbut, Geschäftsführerin des Hamburger Verkehrsverbundes, Martin Bill, Staatsrat bei der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende, Dr. Christoph Mager, Landrat des Kreises Herzogtum Lauenburg, Henrik Falk, Vorstandsvorsitzender der Hamburg, der Hochbahn Hamburg, Kai-Uwe Arnicke, Geschäftsführer der S-Bahn und Thoralf Müller, Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein, der Geschäftsführer und last but not least meinen HVV-Kollegen Jens Kraft, der nachher durch die Runde führen wird. Wir starten zunächst mit einem ganz kurzen Film zur Einstimmung, geben dann in die Runde und danach wird es natürlich Gelegenheit für Fragen geben, für Fotos und O-Töne. Dann sage ich jetzt Mats ab. Junge, hatten wir Spaß damals. Wir waren immer unterwegs. Nach Hause sind wir frühestens am nächsten Morgen. Lieber direkt weiter oder raus aus der Stadt. Was für eine Stadt. Schönste Stadt. Aber unterwegs sein und wirklich mobil sein, das war damals nicht immer dasselbe. Eigentlich war uns allen klar, dass sich da was ändern muss. Mobilität, das musste doch viel einfacher, sauberer, digitaler und vielfältiger gehen. Einfach besser für uns und Hamburg. Und Buxtehude und Harburg und all die anderen. Wir hatten sogar einen Namen dafür. Mobilitätswende. Ja, war nicht immer einfach. Aber irgendwie hat sich's doch gelohnt, oder? Ja, wir sprechen über den ältesten Verkehrsverbund der Welt heute, aber keine Angst, das wird keine Geschichtsstunde. Auch wenn der HVV 1965 erfunden wurde, heute am 4. Oktober 2021 wird er neu erfunden. Und darüber wollen wir heute reden mit diesen Gästen. Herzlich willkommen. Als der HVV das Laufen lernte damals, da ging es ja um das Dreigestirn, ein Ticket, ein Fahrplan, ein Tarifsystem. Und das sollte dazu beitragen, dass fortan nur noch eine Fahrkarte notwendig war, statt derer sieben. Früher brauchte man ja für jedes Verkehrsunternehmen eine einzelne Fahrkarte. Das war vorbei und das Ziel, was dem zugrunde lag, dass den Menschen es einfacher gemacht werden sollte, auf den ÖPNV umzusteigen, das gilt auch heute noch, nach fast 56 Jahren. Allerdings steht es heute nicht mehr ganz allein für sich, denn die Zeiten ändern sich, Anna-Theresa Korbut. Der HVV will die Mobilität auf neue Füße stellen, sich neu erfinden. Was genau bedeutet das und warum passiert das gerade jetzt? Dankeschön. Erstmal herzlich willkommen an Sie, das Publikum, was hier ist, und natürlich hier an die beteiligten Mittäter hier links und rechts von mir. Ja, der neue HVV. Was ist der HVV? Ich habe vor 6, 7 Monaten hier angefangen und nach dieser Zeit kann ich mal so manifestieren, der HVV ist für mich mehr als nur der älteste Verkehrsverbund, den wir hier weltweit haben. Der HVV, das sind für mich in erster Linie die Menschen. Die Menschen, die tagtäglich mit uns fahren, für die wir Mobilität möglich machen, vollkommen egal, welcher Herkunft, welches Couleur, welche Religion dahinter steht. Und das Zweite, der HVV ist für mich auch das Rückgrat unserer Wirtschaft, also der Puls, an dem wir sitzen. Wir befördern Hunderttausende von Menschen jeden Tag zu ihrer Arbeit, zu ihrer Ausbildung, zur Schule. Und ohne uns wäre das alles nicht möglich. Aber wir stehen hier am Anfang unseres Weges. Wir sind bei weitem noch nicht dort, wo wir hin möchten. Wir möchten eine nachhaltige Mobilität ermöglichen. Wir möchten ganz, ganz einfachen Zugang zum Mobilitätsangebot schaffen, innovative Lösungen und Services möglich machen, um hier einen ganz bedeutenden Schritt Richtung Verkehrswende, Mobilitätswende in Hamburg und der Metropolregion im Umland zu schaffen. Und das stehen wir noch ganz am Anfang, das wissen wir. Aber heute, am 4. Oktober, möchten wir den Startschuss setzen und Sie alle mit auf die Reise nehmen. Was kann der neue HVV? Was ist der neue HVV? Und wo führt uns die Reise am Ende des Tages mit hin? Denn wichtig ist eins, wir haben eine ganz, ganz große Verantwortung. Ja, wir können uns dieser nicht entziehen. Da helfen auch
sag mal, keine einfachen Zugänge zu der ganzen Lösung, sondern wir müssen uns hinstellen und nachhaltig mitgestalten. Und wenn wir das schaffen, dann kommen wir der Mobilitätswende ein großes Stück näher. Martin Bill ist bei uns Staatsrat der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende. Jetzt ist eben auch bei Anna Korbut das Thema Mobilitätswende gefallen. Und bei Ihnen ist das ja als zentrale Aufgabe direkt im Behördennamen schon verankert. Wo, denken Sie, kann der HVV oder insbesondere der neue HVV bei der Mobilitätswende helfen? Ja, vielen Dank und auch von mir einen guten Morgen. In der Tat, wir haben ja in unserem Behördennamen nicht nur die Zuständigkeit drin, nämlich Verkehr, sondern auch gleich das Ziel mit reingepackt, die Mobilitätswende. Und da ist der HVV natürlich der entscheidende Player, um dieses Ziel zu erreichen. Und das erreichen wir, oder das wollen wir nicht nur als Selbstzweck erreichen, sondern hat natürlich einen großen Grund, ein großes Ziel. Wir alle diskutieren über den Klimawandel und die Mobilität muss auch dazu beitragen, eben die Klimaziele zu erreichen. Dafür brauchen wir öffentliche, emissionsfreie Mobilität. Wir brauchen es aber im Übrigen auch, um Stadträume und Stadtentwicklung schön zu gestalten, weil wir immer mehr Menschen in der Metropolregion Hamburg werden, aber die gleichen Verkehrsräume zur Verfügung haben. Das heißt, wenn immer mehr Leute gleich mobil bleiben wollen oder sogar noch mobiler werden wollen, brauchen wir auf der zur Verfügung stehenden Fläche eine Mobilität, die pro Kopf eben weniger Platz verbraucht. Und das ist in der Regel die öffentliche Mobilität. Deswegen bauen wir die Schnellbahn aus, auch heute wieder großes Thema, Stichwort U5. Wir brauchen neue Schienenwege. Wir haben in der Vergangenheit schon ganz viele Busverbindungen mit den Angebotsoffensiven ausgebaut und werden das mit dem Hamburg-Takt auch in Zukunft weiter ausbauen, um eben die Mobilität für alle Hamburgerinnen und Hamburger, aber auch für eigentlich ganz Norddeutschland zu sichern. Und ich finde, wenn wir jetzt über den neuen HVV denken, dann war der HVV 1965 wirklich ganz vorne dabei mit dem Gedanken, eine Fahrkarte, ein Verbund, ein Tarif. Und wir müssen diese Stellung, die wird 1995 im Grunde die Pole Position, die wir hatten, die müssen wir weiter ausbauen. Wir wollen immer der Treiber für neue Mobilität bleiben. Und da müssen wir auch unsere Mobilitätsform ändern. Ich glaube, da reden wir gleich noch ein bisschen drüber, über On-Demand und neue Angebote. Und ich finde immer, man kann so zwei Leitlinien definieren. Das erste ist, heutzutage diskutiert niemand mehr darüber, ob die öffentliche Mobilität eigentlich eine Zukunft hat. Das haben wir schon in den 50er, 60er, 70er, aber auch noch in den 90er Jahren haben wir diskutiert, hat das eigentlich noch Zukunft oder ist es nicht eher so, dass irgendwann jeder ein recht günstiges Auto hat und damit vorankommt. Und deswegen ist in einem entwickelten Land oder in einem Land, wo die Mobilitätswende stattfindet, ist es nicht so, dass arme Haushalte sich ein Auto leisten können, weil Autofahren günstig ist, sondern es ist so, dass die öffentliche Mobilität so qualitativ hochwertig ist, dass auch diejenigen, die sich 3 Autos leisten könnten, den HVV nehmen wollen. Und das Zweite ist, der Hamburg-Takt und die Entwicklung der Mobilitätswende ist für mich der Inbegriff des Freiheitsgedankens. In der Nachkriegszeit haben wir Freiheit dadurch definiert, dass wir ein Auto haben und überall hinfahren können. Und dazwischen machen, was wir wollen, wir kommen immer gut nach Hause. Heute ist die Freiheit, dass ich morgens ins Büro fahre mit dem HVV, dass ich spontan sage, ich gehe noch was essen, ich gehe vielleicht noch ins Theater, in die Oper und danach gehe ich noch auf Absacker und ich komme trotzdem noch in einem hohen Qualitätsstandard nach Hause, obwohl ich das vorher nicht geplant habe und weiß, ich komme am Ende mit dem HVV gut zu Hause an. Und das ist für mich die Freiheit, die wir mit dem Hamburg-Takt und die wir mit dem HVV und auch der neuen HVV-Marke erreichen wollen. Und auch die Freiheit, nicht dahin zurückkehren zu müssen, wo man das Auto vielleicht geparkt hat, sondern von dem Punkt, wo man gerade war. Wir nehmen Ihren Gedanken mal mit über die Grenze der Stadt Hamburg hinaus in den schönen Kreis Herzogtum Lauenburg. Dort sitzt Dr. Christoph Mager, der Landrat. Heute sitzt er zum Glück hier direkt bei uns. Herr Mager, die Mobilitätswende hat sicherlich unterschiedliche Vorzeichen in der großen Millionenstadt Hamburg und im Umland. Wo würden Sie sagen, liegen die wichtigsten Unterschiede und welche Rolle kann der neue HVV bei Ihnen im Umland spielen? Naja, es ist natürlich relativ einfach zu beschreiben, dass es für ein 120-Seelendorf andere Voraussetzungen gibt, Mobilität für jedermann erfahrbar zu machen, als das in einer Millionenmetropole der Fall ist. Insofern liegt die Herausforderung
sicherlich weiterhin darin, eben mit vernünftigen Mobilitätskonzepten sozusagen bis zur letzten Milchkanne zu kommen. Da wirken dann eben Konzepte wie eben die On-Demand-Verkehre, von denen Herr Bill eben gerade schon sprach. Aber das ist sozusagen der eine Teil. Der andere Teil muss sich natürlich darum drehen, dass man zumindest von festen Fixpunkten, wo sich relativ viele Menschen kumulieren, in die Metropole hineinkommt. Das heißt, mit vernünftigen Expressbussen und Schnellbussen zur Arbeit zu kommen und wieder zurück. Und das Ganze dann auch ein Stück weit auszubauen und den Gedanken aufzugreifen, den Herr Bill gerade formuliert hat, dass ich eben ein sicheres Netz habe, mit dem ich eben auch abends mal spontan, wenn ich länger geblieben bin, wieder nach Hause zurückkomme. Und dazu brauchen wir in den ländlichen Regionen zum Beispiel die Mahnverkehre, aber auch feste Standorte, sozusagen Pendler-Hubs, an denen ich mein Auto, mein Fahrrad oder aber auch das Taxi finde bzw. abstellen kann, um von dort dann die letzte Meile sozusagen bis zur Haustür zu schaffen. Darum wird es verstärkt in den nächsten Jahren auf dem Land geben. Und das ist dann sozusagen der Gedanke des neuen HVVs, fortentwickelt, weitergesponnen Richtung Land. Ich glaube, man muss immer berücksichtigen, für die Menschen in der Metropolregion, die außerhalb der Metropole leben, sondern eben die Region ausmachen, ist der HVV das entscheidende Kriterium, das entscheidende Bewusstseinsmerkmal für die Metropolregion Hamburg. Also wenn Sie die Menschen fragen, was macht für dich die Metropolregion Hamburg aus, dann ist das eben in weiten Teilen der HVV. Und da passt es, glaube ich, ganz gut, dass der HVV jetzt so ein kleines Fresh-up erfährt. Jetzt haben wir einiges über politische Ziele und Ambitionen gehört und stellen fest, ohne Verkehrsunternehmen läuft natürlich gar nichts. Das ist bei uns unter dem Dach des Hamburger Verkehrsverbundes natürlich ganz genauso. Und unser ältestes, traditionsreichstes und größtes Verkehrsunternehmen ist heute auch bei uns in der Runde an Bord, Henrik Falk. Vielleicht eine etwas gefühlige Frage an dieser Stelle. Wie wird es für Sie sein, wenn zukünftig wie hinter Ihnen an der Wand alles HVV ist? Ja, endlich würde ich fast sagen. Also ist immer schön, dass wir uns alle vorstellen, wie alt wir eigentlich sind und welche Tradition wir haben. Und ich glaube, das ist ja schon angeklungen, es geht nach vorne. Schlichtweg darum, jetzt die Mobilitätswende hinzubekommen. So, und das ist natürlich für alle Beteiligten, sowohl politisch als auch für den HVV. Ich glaube, dieselben Fragen waren wahrscheinlich vor 50 Jahren, wo sich keiner vorstellen konnte. Weiß nicht, da hat mein Vorgänger, waren ja alles Männer, irgendwie hier gesessen. Und dann hat man sich nicht vorstellen können, wie das irgendwie läuft. So, und wir sehen aber heute, deswegen habe ich ein ganz, ganz großes Lächeln und hoffe, dass wir das mit großer Radikalität nach vorne machen. Die Notwendigkeit und die Herausforderung alle zusammen. Wie bekommen wir eine derartige Mobilitätswende eigentlich hin? Sowohl auf der operativen Seite als auch, und das, da werde ich auch nicht müde, das zu sagen, das hat was mit Lifestyle zu tun. Deswegen bin ich total froh, dass wir heute hier sitzen. Und es hat auch was mit Innovation zu tun, das ist schon angeklungen, weil wir werden ganz viel, so wie wir hier sitzen, tun können, dass wir den ÖPNV klassisch ausbauen, das ist ganz wichtig, aber es braucht auch Innovation. On-Demand, Plattform etc. ist angesprochen worden. Und wenn der HVV, der ja uns repräsentiert und wir sind der HVV und der HVV sind wir, es gut hinbekommt, dann entwickelt sich der HVV von der ÖPNV-Marke nach meiner Einschätzung zur Mobilitätswende-Marke. Und das muss eigentlich die Herausforderung sein. Also Marken wie Moja, Sixchair, wie sie alle heißen mögen, die nach vorne kommen, autonomes Fahren noch mit drin, zum Teil dieser Sharing-Bewegung zu machen. Sharing ist ja eigentlich das neudeutsche Wort für öffentlichen Personennahverkehr. Und dementsprechend das hinzubekommen und dann den HVV wie selbstverständlich mit all diesen Möglichkeiten in 2030 zu nutzen, dass wir die Herausforderung, und ich wollte Anna noch fragen, ob sie die Frau gerade 2030 eigentlich war, das aber 10 Jahre, nee, nicht ganz. Aber das muss die Herausforderung sein. So, und darum geht's und deswegen ist gut, dass wir uns jetzt auf den Weg machen. Ja, da sind ja einige Projekte von Ihnen schon genannt, die natürlich nicht erst mit dem heutigen Tage ins Leben gerufen worden sind. Gleichzeitig entwickeln sich die Ansprüche der Kunden ja auch immer weiter. Und auf der anderen Seite ist der öffentliche Nahverkehr selbst ja auch gehalten, mit seinen eigenen Fahrzeugen klimaneutral und sauber seine Leistung zu erbringen und zu fahren.
Kai-Uwe Arnicke von der S-Bahn Hamburg. Wie bringen Sie diese Anforderungen in Ihrem Haus zusammen? Ja, also der HVV ist ja nicht nur der älteste Verbund der Welt, sondern auch der beste in Deutschland. Das natürlich muss auch nochmal gesagt werden, weil das noch nicht erwähnt wurde. Vielen Dank. Aber es geht natürlich darum, dass wir auch die Fahrt für unsere Fahrgäste einfach, so einfach wie möglich machen, so komfortabel wie möglich, so zuverlässig wie möglich. Und einfach fährt man natürlich dann immer, wenn man mit einem Abonnement oder Profikart im HVV fährt. Und da ist es gut, dass auch die Zahlen da wieder steigen. 70% oder über 70% sind ja Umsteiger auch im HVV. Also die fahren nicht S-Bahn oder U-Bahn oder Bus, sondern sie nutzen verschiedene Verkehrsmittel. Deshalb ist es auch gut, dass die Fahrpläne aufeinander abgestellt sind. Und natürlich werben wir auch damit, nicht nur, dass es bequem ist und einfach ist, sondern eben auch ein persönlicher Beitrag eines jeden einzelnen unserer Fahrgäste zum Klimaschutz und zum Umweltschutz ist. Und ich glaube, das ist gerade in der jetzigen Phase auch ein wichtiges Thema. Und das klang ja auch schon an, wir müssen uns natürlich jetzt auch auf das weitere Wachstum vorbereiten, weil alles, was man sehen kann, ist ja, dass doch die Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs gerade in so einer Metropolregion zunimmt, und daran arbeiten wir ja auch kräftig mit verschiedenen Projekten, die auch schon teilweise genannt worden sind. Bei uns ist es vor allen Dingen das Thema Digitalisierung, um mehr Züge auf die Schiene zu bringen. Aber all diese Dinge müssen wir jetzt vorbereiten. Insofern ist gut, dass wir ein neues, frisches Outfit haben für all diese Herausforderungen und für die Zukunft. Und ich denke, dem öffentlichen Nahverkehr und dem HVV gehört auch die Zukunft. Wir können eine solche Runde ja nicht abschließen, ohne auch über den Bus zu sprechen, der nun nicht an der Stromschiene oder an der Oberleitung hängt, wie das bei der Schnellbahn der Fall ist. Aber auch der Bus soll ja zukünftig emissionsfrei in der Perspektive fahren. Thoralf Müller von den Verkehrsbetrieben Hamburg-Holstein, Sie sind ja schon einige Schritte in diese Richtung unterwegs mit Ihrem Unternehmen. Wann wird denn der letzte Dieselbus von einem Linienbus mit modernem Antrieb ersetzt werden? Und vielleicht gleich nachgeschoben die zweite Frage, was bedeutet das für die Mobilitätswende auch in Einbeziehung der On-Demand-Verkehre? Wir wollen natürlich die Mobilitätswende emissionsfrei gestalten. Da ziehen wir alle an einem Strang, und das wissen wir. Und Hochbahn und VH haben seit 2 Jahren den Auftrag, ausschließlich emissionsfreie Busse zu beschaffen. Das tun wir auch. Wir haben mittlerweile über 130 Busse im Einsatz, nicht nur in Hamburg, sondern auch zunehmend mehr im Hamburger Umland, in der Metropolregion, was uns freut. Um ein Beispiel zu sagen, da sind die ersten Busse jetzt in Norderstedt seit Jahresanfang unterwegs, genauso wie in Ratzeburg. Und diesen Trend wollen wir weitermachen. Wir wollen in den nächsten Jahren ausschließlich emissionsfreie Busse beschaffen, so ich davon ausgehe, dass in den Anfang der 2030er Jahre tatsächlich wir keine Dieselbusse mehr im HVV-Gebiet finden werden. Das ist ein anspruchsvolles Ziel, und damit mit 130 Bussen geht der HVV auch beispielgebend in Deutschland voran. Das ist eine der größten Flotten, die wir hier in Deutschland im Einsatz haben. Der Bus wird in der Mobilitätswende eine entscheidende Rolle spielen. Nicht alles, was wir mittel- oder langfristig mit der S-Bahn oder U-Bahn planen, wird dazu führen, dass wir 2030 unser Ziel bereits erreichen können. Hier spielt der Bus eine Rolle, um als Lückenschluss bis zum Ausbau der U- und S-Bahn die entsprechenden Menschen, unsere Kunden und Kunden zu befördern. Wir planen weitere Linienausbaue damit, wollen die alle emissionsfrei gestalten, und dort, wo wir nicht mit dem Bus fahren können, wo es wirtschaftlich nicht sinnvoll ist, werden wir On-Demand-Dienste einsetzen. Also On-Demand, und das zeigen die Erfahrungen, die wir jetzt in Osdorf und Lurup gesammelt haben, genauso wie in Billbrook oder in Arnsburg oder südlich der Elbe mit dem Elbmobil, dass On-Demand-Dienste ein wirksamer Lückenschluss sind, um unsere Kunden in der letzten Meile von zu Hause zur Bushaltestelle zu bringen oder zukünftig auch zum Beispiel ab Jahreswechsel in Arnsburg vollständig den Nachtverkehr zu übernehmen in großen Teilen. Das sind Themen, die ein On-Demand-Verkehr leisten kann. Und was wir sehen, ist, dass wenn wir das anbieten, unsere Kunden dann auch dementsprechend auf das Auto verzichten und tatsächlich auf den ÖPNV umsteigen. Ja, Frau Korbut, so wie es aussieht in der Runde, sind die Signale gestellt. Freie Fahrt für den neuen HVV, würde ich sagen. Das Commitment ist ja immens, und es freut mich, weil es für mich eine ganz einmalige Sache ist, die wir hier erleben. Wir sind der älteste Verkehrsverbund in Deutschland, aber ich glaube, noch nie waren wir, alle Player darin, so nah beieinander mit der gleichen strategischen Zielsetzung, wo wir uns hinbewegen wollen. Was heißt das denn jetzt für den neuen HVV?
Das ist am Ende mehr als die neuen, ich sag mal, bunten Farben und das neue Logo, was Sie hier am Ende des Tages sehen. Es ist ein Versprechen an den Kunden, dass wir von nun an, wie bisher auch, aber jetzt noch viel verstärkter, den Kunden in den Mittelpunkt stellen. Dass wir das ganze Thema Kundenzentrierung weiter forcieren. Sie sehen das auch oben rechts in unserem Slogan und was bewegt dich? Das ist eine offene Frage. Und immer wenn man fragt, kriegt man Antworten. Das ist nicht immer vielleicht die, die man dann haben möchte. Aber nur wer Fragen stellt, kann sich am Ende des Tages verbessern. Und dieses Denken, das nehmen wir mit in die zukünftige und aktuellen Entwicklungen, die wir mit reinnehmen. Für uns ist dieses Eintauchen, neue Farben, wie sagen wir, die Inkarnation zu einem Bewerbungsgespräch. Ja? Wer das Buch Kleider machen Leute mal gelesen hat, weiß, dass auch ein frisches Taufkleid mal ganz gut tun kann, wenn man was erreichen möchte. Das ist bei einem Bewerbungsgespräch nicht anders. Und wir bewerben uns hier jeden Tag um unsere Kunden, um die, die wir haben und die wir auch künftig haben wollen. Und das ist unser neuer Look and Feel, mit dem wir jetzt raus.